Willkommen zurück auf Boxing Arts und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute zeige ich dir, wie du unter anderem Dollar zuhauen kannst, indem du die Hände unten lässt und was das noch für Vorteile mit sich bringt, das seht ihr gleich, aber nach dem Intro. Leute, ganz kurz bevor es losgeht, eine ganz wichtige Ankündigung. Und zwar, wir haben zurzeit Lockdown und ich weiß, dem einen oder anderen fällt es jetzt schwer und er stellt sich womöglich die Frage, wie soll ich jetzt mein Boxtraining von zu Hause aus machen? Ohne Sandsack, ohne Pratzen und. Und deshalb habe ich mir was richtig Gutes überlegt für euch. Und zwar, wir werden aktiv hier auf YouTube. Morgen Abend um 20 Uhr, ganz wichtig, um 20 Uhr morgen Abend hier auf Boxing Arts live. Ich bin euer Trainer, ich werde euch trainieren. Und es spielt überhaupt keine Rolle, ob du Anfänger bist oder fortgeschritten bist. Komm einfach vorbei und wir werden wirklich aktiv. Und lasst uns gemeinsam diese Lockdown-Phase überwinden. Schreibt mir mal jetzt unten in die Kommentare, wer von euch alles dabei ist. Ich freue mich mega auf eine riesengroße Anzahl von euch. Hey Leute, ich hoffe, es geht euch gut. Und heute mit dem Thema 5 Gründe, warum es wirklich von Vorteil ist, mal die Hände unten zu lassen und so zu boxen. Denn wir sehen oftmals im Profiboxen auch, dass viele die Hände unten haben. Ich habe auch schon oft Kommentare bekommen, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, warum alle Leute, die über YouTube was zeigen, zum Beispiel nie irgendwie die Schulter hier oben haben oder nie die Hände immer hier haben. Klar, natürlich. Es ist Bilderbuch, wenn man die Hände hier hat. Ne? Eine Hand ist immer am Kinn und so weiter. Das ist richtig. Das sollte man auch immer noch so praktizieren. Aber zwischendurch sehen wir auch ganz oft im Profiboxen, dass die Leute auch so boxen. Manny Pacquiao zum Beispiel boxt auch viel mit den Händen unten. Wenn man mal sieht beim Training, wie er ist am Sandsack und so, er hat immer die Hände unten und schlägt hier unten teilweise. Ne? Und warum das so ist und was dir das bringen kann, das erfährst du jetzt. Okay, reden wir über Grund Nummer 1 und das ist... Die Schultern ermüden weniger. Die Schultern ermüden weniger. Wenn wir uns mal sehen, wenn wir die Deckung hier haben, okay, dann sind die Ellbogen ein bisschen weiter nach vorne gerichtet. Das heißt, du musst dir vorstellen, von der Schulter bis zum Ellenbogen, also diese Linie hier, das ist der sogenannte Hebel, okay? Und wenn wir mal jetzt hier gucken, der Hebel ist ein bisschen weiter vorne. Das heißt, meine Schultern müssen die ganze Zeit meinen Arm hier halten, okay? So musst du dir das vorstellen, die halten. Meine Schultern halten die Ellenbogen jetzt, okay? So, und wenn du jetzt mal hier guckst, wenn ich mal die Hände unten lasse, also hier, ist es gleich deutlich entspannter. Kannst du auch mal selber testen. Du hast hier die Hände und bleib mal so die ganze Zeit, okay? Bleib mal so, kannst auch mal zum Beispiel mit Gewichten in die Hand nehmen und du wirst merken, wie schnell hier anfängt deine vordere Schulter vor allem zu brennen. Oder wenn du einfach mal die Hände hier hast, okay? Und dann merkst du gleich, okay, die vordere Schulter ist viel weniger belastet. Das heißt, ganz klar und deutlich, die Schultern ermüden weniger, wenn du die Hände mal auch hier unten lässt, ne? Und probier das einfach mal selber aus. Das ist auf jeden Fall Grund Nummer 1. Schultern werden weniger müde. Kommen wir zu Grund Nummer 2, warum es vom Vorteil ist, wenn du die Hände unten hast. Und zwar, du kannst dadurch besser meiden und auch besser sehen. So, warum kannst du jetzt besser meiden und besser sehen, wenn du die Hände unten lässt? Erinnern wir uns zurück. Was hat Castemato gesagt beim Peekaboo-Stil? Er hat den Peekaboo-Stil extra erfunden, damit man die Haken zum Beispiel gut sehen kann. Und deshalb ist es der Grund, warum die Hände auch hier unten unter den Augen sind. Okay? Und jetzt musst du einfach mal selber den Test machen. Du hast hier die Hände und du hast hier die Hände auf Augenhöhe. Und wenn du auf Augenhöhe die Hände hast, hast du zum Beispiel ein wenigeres Sichtfeld links herum und rechts herum. Okay? Und zum Beispiel ist es auch oftmals der Grund, ich habe es gehasst mit Kopfschutz oder ich hasse es immer noch eigentlich mit Kopfschutz Sparring zu machen. Warum? Weil du hast hier so ein dickes Polster und deine Sicht ist irgendwie dadurch eingeschränkt. Ne? Und dann einfach mal selber testen, dass wenn du die Hände hier hast, du kannst es besser sehen. Aber wir reden jetzt nicht vom Peekaboo-Stil, wo die Hände noch wirklich hier oben sind, sondern wir reden darüber, wirklich komplett die Hände unten zu lassen. Wie zum Beispiel Prince Nassim Hamed oder Floyd Mayweather hat das auch so gemacht, ne? Zwischendurch mal, damit er die Gegner lockt. Und dadurch kann man viel, viel besser die Hände kommen sehen. Und vor allem aber auch viel besser meiden. Warum? Weil immer wenn du zum Beispiel eine Gegenbewegung machst mit deinem Körper, kannst du besser in die entgegengesetzte Richtung gehen. Wie zum Beispiel ist es beim Peekaboo-Stil, ist es hier. Du kannst zwar ausweichen, okay, aber wenn du jetzt die Hände hier hast und zum Beispiel mal die Hände hier mal einzeln mitnimmst und vertauscht, dann kannst du viel schneller hier meiden, als wenn du so machst. Das ist schon anstrengender für den Core. Okay, teste das mal einfach selber aus. Das heißt, du kannst viel besser hier slippen, runtergehen, slippen, slippen, runtergehen, hier, als wenn du die ganze Zeit die Hände hier hast. Okay, das ist nämlich ein bisschen anstrengender, weil du das Gewicht der Arme auch noch mitnehmen musst. Okay, hier kannst du aber ganz easy dein Gewicht verlagern, indem du eine Hand immer unten lässt, okay?
und eine Hand immer oben, zum Beispiel. Das ist der Grund Nummer 2. So, der dritte Grund, warum es wirklich vorteilhaft ist, die Hände unten zu lassen. Du kannst dadurch dollere oder härtere Schläge bringen. Wieso kann ich jetzt dollere Schläge bringen, wenn ich die Hände unten lasse? Ganz einfach, dieser Grund knüpft eigentlich an Grund Nummer 2 an. Wenn du jetzt zum Beispiel meidest, okay, und du hast eine Hand hier oder du bist zum Beispiel hier, was auch Conor McGregor oft macht, wenn er im Southpaw ist, der geht zurück und haut dann den linken Uppercut und dann den rechten Haken. Musst du mal einfach testen, wenn du die Hände oben hast, dann kannst du nicht so reindrehen, wie wenn du zum Beispiel hier hast eine Hand, okay, und dann, du fühlst dich viel freier gleich. Und der andere Grund ist auch, warum das doller ist, weil der ganze Schlag kommt eigentlich aus der Hüfte, okay, und nicht aus den Armen. So, wenn wir jetzt die Hüfte so frei wie möglich machen von unseren Ellenbogen, hier zum Beispiel, okay, hier bin ich jetzt frei, kann ich viel doller hauen dadurch. Und das musst du einfach mal selber testen, okay. Du bist hier, kannst zum Beispiel hier den Aufwärtshaken bringen oder von hier die Jab Cross zum Beispiel. Probier das mal einfach aus, wenn du hier hast die Hände, pam pam, oder wenn du hier hast. Du wirst ein viel besseres Gefühl haben, wenn du etwas die Hände unten lässt und dadurch dann reingehen kannst. Du fühlst dich gleich freier dadurch. Und teste das einfach mal aus. Die ganze Bewegung kommt wirklich aus der Hüfte. Und probier es einfach mal aus, wenn du die Hände unten lässt und wie doll dadurch deine Hände kommen. Und das ist der Grund Nummer 3. Kommen wir zu Grund Nummer 4, warum es mal vorteilhaft ist, die Hände unten zu lassen. Bessere Konterschläge. Auch dieser Grund knüpft an den beiden vorherigen an. Du musst es einfach mal selber testen. Wenn du jetzt zum Beispiel die Hände oben hast und du gehst jetzt auch vorwärts. Sagen wir mal, du gehst vorwärts und du wartest auf einen Schlag von ihm, dann weichst du hier aus und triffst dann. Okay? Das ist dann den sogenannten Schild hochhalten hier. Boom, hier den Schlag kassieren und dann reinhauen. Klappt alles wunderbar. Natürlich ist es auch sehr schön, wenn du die Hände oben lässt, damit du nicht getroffen wirst. Aber was meine Erfahrung ist, und du wirst es sicherlich auch schon kennen, wenn du Sparring gemacht hast oftmals, wenn du hier die Hände unten lässt und so weggehst, kannst du viel besser ausweichen und hast dann ein besseres Sichtfeld, Grund Nummer 3, Grund Nummer 2, wodurch du auch besser kontern kannst, okay? Also das heißt, du musst einfach mal gucken, wenn du zurückgehst zum Beispiel, wenn du den hier machst, bumm, oder wenn du den hier machst, bumm, kannst du viel besser abkontern, okay? Warum? Weil du einfach ein besseres Sichtfeld hast, du kannst besser meiden und du hast mehr Kraft in der Drehung, okay? Das heißt, probier das einfach mal aus, geh vorwärts, guck, kann ich so abkontern oder geh vorwärts, wenn ich Hände unten lasse, kann ich so abkontern. Was gefällt dir besser oder was fühlt sich besser an? Probier das aus. So, der fünfte und letzte Grund ist, Gegner sind nicht darauf eingestellt. Es ist ähnlich wie beim Southpaw gegen Orthodox, also Rechtsausleger gegen Linksausleger. Der Linksausleger ist von sich an immer daran gewöhnt, eigentlich gegen einen Linksausleger zu boxen, weil die meisten in der Linksauslage boxen. Wenn es aber darauf ankommt, wenn der Linksausleger plötzlich gegen Rechtsausleger boxt, oh, okay, dann muss er sich erstmal ein bisschen umstellen. Und genauso ist es auch hier, weil die meisten gehen davon aus, dass du die Hände immer oben lässt. Hier, okay, klassisch, ganz klassisch. Lass die Hände oben, lass die Hände immer oben, passe auf, dass du nicht getroffen wirst. Wenn du einen Schlag bringst, muss immer die Hand oben sein und so weiter. Das ist immer das, was wir beigebracht bekommen. Ist auch richtig. Aber es gibt auch Leute, die damit umgehen können, wenn sie treffen, dass die eine Hand trotzdem unten ist. Und was machst du dann? Weil du weißt nie genau, von wo die Hand dann kommt. Weil hier bist du, ja, du wirst lesbar, okay? Du weißt, okay, er kann zum Beispiel mit rechts kommen oder wenn ich mit Schlaghand komme, kann er jetzt mit Haken kommen oder hier oder gerade. Du weißt es einfach, weil es einfach vom Stil her so passt. Aber was ist, wenn du die Hände hier unten lässt? So, ne, wie Ali zum Beispiel. Bup. Oder hier. Bup, bup. Woher weißt du jetzt, dass ich von oben hier den Schlag bringe oder von unten? Das weißt du ja nicht, wenn ich meine Hände hier unten lasse. Okay? Und das ist zum Beispiel ein sehr, sehr guter, also wichtiger Grund, ne, warum du das auch mal unbedingt machen solltest. Ja, probier das einfach mal aus. Ich denke, du weißt, was ich meine. Wenn du die Hände unten lässt, du weißt nicht, oder dein Gegner weiß nicht, von wo die Hand kommt. Das ist ein sehr, sehr großer Vorteil. Ja Leute, das soll es auch wieder mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe, diese Tipps haben euch gefallen. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, welcher Tipp euch am besten gefallen hat. Sind das die Schultern ermüden weniger oder was auch immer, was du gemerkt hast auf jeden Fall, wenn du die Hände unten lässt. Hau das mal unten in die Kommentare rein. Das wird mich wirklich interessieren. Und wie gesagt, es ist kein Muss, das Ganze zu machen. Ich sage immer, wenn du alles beherrschst, ist es immer besser, als wenn du nur einen einzigen Stil beherrschst. Weil du kannst dich immer dann anpassen in dem Moment. Weil manchmal passt halt das eine besser als das andere. Okay?
Und jetzt nur, weil ich das sage, müsst ihr nicht die ganze Zeit wild die Hände unten lassen. Lasst trotzdem die Hände oben. Aber zwischendurch, wenn ihr mal so spielt, wenn ihr merkt, ihr habt den Gegner unter Kontrolle oder auch beim Sparring jetzt, dann könnt ihr das mal ruhig austesten. Das wird euch auf jeden Fall weiterhelfen. Und wie gesagt, Leute, nicht vergessen, morgen Abend, ganz wichtig, live um 20 Uhr hier auf Boxing Arts. Kommt vorbei, egal ob Anfänger, Fortgeschritten. Ich bin euer Coach. Ich trainiere euch online von zu Hause aus. Lasst uns gemeinsam schwitzen. Lasst uns gemeinsam diese Lockdown-Phase überwinden. Und ihr werdet sehen, ich bin mega gespannt. Schreib auch unten in die Kommentare unbedingt, ob du dabei bist. Schreib es mir und ich bin echt gespannt, wie viele da von euch kommen werden. Und für all diejenigen, die jetzt sagen, ich möchte keine weiteren Videos mehr verpassen, dann aktiviert unbedingt die Glocke, abonniert den Kanal, damit ihr auch keine weiteren Videos mehr verpasst. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao.